Rote Beete aus dem Backofen. Wer auch so einen schönen roten Daumen haben möchte, schaut sich dieses Video an. Oh, ist das lecker. Rote Beete, ich liebe sie, wenn ich sie selbst mache. Nur wenn ich sie koche, dann verliert die rote Beete viel Farbe und damit auch Geschmack an das Wasser. Ich zeige euch heute, wie das auch anders geht. Dazu habe ich jetzt hier 6 kleine rote Beete und das Rezept ist total schwierig. Wir nehmen die rote Beete und geben sie hier in den Topf. Einfach hinein, nichts weiter machen. Einen 2 Rosmarin da oben drauf. Dann habe ich hier so ein bisschen Knoblauch, den zerdrücke ich mit der Hand. Carmen, da kommen aber wieder meine Bärenkräfte raus, oder? Das ist doch wirklich unglaublich. Knoblauch dazwischen. Ich habe eine Zwiebel, die Zwiebel mit Schale, nur Viertel, nur da oben drauf geben oder dazwischen, wie immer ihr möchtet. Da die rote Beete ja auch noch ihre Schale hat, braucht auch die Zwiebel nicht gepellt werden. Und das gleiche machen wir mit unserem Apfel. Den Apfel nur vierteln. Nee, wenn ich, das könnte Achteln sein, oder? So, schaut mal. Und schon ist unser Topf gut gefüllt. Da kommt kräftig Olivenöl oben drüber. So. Was uns jetzt noch fehlt, sind die begleitenden Gewürze. Gebe ein bisschen Estragon dazu. So. Echt spannend. Dann ein bisschen Kümmel, weil Kümmel ist immer gut für den Magen. Und wer keinen Kümmel mag, der braucht ihn später gar nicht essen, weil den Fond, der da jetzt entsteht, den können wir durch ein Sieb geben. Ein wenig Salz dazu, frisch gemahlenen Pfeffer. Ihr seht schon, das geht alles rucki-zucki. Und das Verrückte ist, da machen wir jetzt nur einen Deckel drauf und das Ganze geht jetzt bei 180 Grad für 60 Minuten in den Backofen. Eine Stunde ist vergangen und jetzt wollen wir da mal hineinschauen. Also das ist doch mal rote Beete anders. Und es ist ja nichts weggegangen. Es ist ja alles noch im Gemüse. Jetzt wollen wir da mal eine anpieksen. So, weil die muss ja jetzt noch gepellt werden. Rübe, du bist fällig, ich pell dich. Carmen hat eben noch zu mir gesagt, warum hast du eigentlich keine Handschuhe angezogen? Das frage ich mich in der Zwischenzeit aber auch. Weil ich weiß nicht, ob ich den roten Daumen jemals wieder blass bekomme. Alles im Sinne des Geschmackes. Schneiden wir jetzt. So ein bisschen weißer Balsamico, frisch gemahlener Pfeffer. Und dann haben wir hier aus unserem Topf noch das Öl mit dem gesamten Geschmack, auch vom Apfel, von der Zwiebel und den Gewürzen. Und das ist doch mal eine wirklich super einfache Art und schnelle Art, rote Beete anzurichten. Voller Farbe, voller Geschmack. Es duftet so unglaublich, das so lauwarm serviert, perfekt. Wer uns dafür einen roten Daumen nach oben gibt, darüber würden wir uns sehr freuen und über ein kostenloses Abo, ach, das kennt ihr alles. Carmen lässt ausrichten, sie hätte euch lieb, oder? Wir haben euch ganz doll lieb. Wir haben euch nämlich ganz doll lieb. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Auf Wiedersehen, Athen. Feierabend, wie das duftet. Was haben Sie denn gemacht? Ach, wissen Sie, das ist eine lange Geschichte. Ich war Fahrradfahren und ich musste oft klingeln.